Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Agony. Ja, wir sind derzeit in der Eiswüste gefangen, sind in der letzten Folge elendlich erfroren und können aber jetzt in einen größeren Dämonen rein. Was uns das bringt? Da ist er, da ist der Schlingel. Der weiß, wo wir sind, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht gut, dass der da ist. Bin ich ganz ehrlich. Finde ich absolut nicht gut. Mit denen hätten wir da bestimmt durch können oder so. Ich weiß es nicht. So, wir dürfen nicht zu viel auf Eis laufen. Weil dann passiert das. Jetzt schon wieder vorbei. Oh, hier können wir runter. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Immer dieses Nachorientieren. Es sieht hier unten wärmer aus. Sagen wir es mal so. Es sieht hier wirklich wärmer aus. Ich fühle mich jetzt hier gerade nicht wohl, wenn der da sitzt, muss ich sagen. Ja! Ich hab's doch gemerkt, dass der aufsteht. Lauf! Lauf! Ich weiß nicht wohin, aber lauf! Hallo! Nichts passiert, ich bin entspannt. Dann will ich mal ganz kurz hier zwischen euch durchdrängeln. Och nee, wenn das mal nicht random ist, wa? Nein, lass mir Ruhe, random Monster. Warum gehe ich da eigentlich hin? Okay, hier könnt ihr definitiv nicht erfrieren. Ich meine, jetzt mal ernsthaft. Du brennst. Leute, dass wir in der Hölle erfrieren. War hinter uns was oder waren wir gerade die Fußstöpfen? Oh ne, das waren wir. Hier. Sicher, dass wir das waren? Ach nee, das ist dieses Random Monster da hinten, das diese Geräusche macht. Naja, die wird auch nicht erfrieren, sagen wir es mal so. Die hat sich damit aber abgefunden, finde ich gut. Au. Bin ich nu? Der Ausflug da nach unten war jetzt was? Ich glaube, wir sind wieder am Anfang, oder? Wie, standen wir nicht hier und haben angefangen? Das ist ja Wahnsinn. Hat sich ja richtig gelohnt. Das war ein richtiger Knüller. Dass wir da runter konnten, war ja der Wahnsinn. Schön. Why not? Na, wenn das mal nicht wieder MC Random ist. Ein Fehler ist aufgetreten. Fehlerstatus wird überprüft. Das Spiel hat ziemlich viele Fehler. Das muss man sagen. Also das kommt immer wieder irgendwie sowas. Ja, da sind wir wieder zurück. Ich weiß nicht, es tauchen immer mal wieder Fehler bei Agony auf. Im Spiel. Ich weiß nicht genau warum oder was das Problem ist, aber das passiert es öfter mal. Ich hoffe, dass es nicht häufiger vorkommt. So wie jetzt schon wieder. Er lädt jetzt schon wieder, weil er irgendwelche Fehler findet. Oh, guck mal, hier können wir Köpfchen streicheln. Das ist ja auch mal was, wa? Köpfchen streicheln. Lohnt sich ja richtig von rechts nach hier. Hat sich gelohnt, dass wir da das Köpfchen gestreichelt haben. So, jetzt ist das Problem leider nur die Eiswüste. Schlag mich nicht. Ich hab das Gefühl, ich bin tot. Jo. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich dachte, wir könnten da jetzt, oder? Oder so. Ich sehe hier nicht, dass wir da lang sollen. Aber der Weg wurde gezeigt in diese Richtung. Ja. Nö. Nö, nö. Für das Ende der Menschen gibt es keine Heilung und man kennt da keinen, der aus der Unterwelt befreit.
Die aus der Unterwelt befreit? So, hier haben wir ja das Köpfchen gestreichelt, also alles safe. Okay, merken, nicht da rein. Aua. Muss halt auch ab und zu mal geschlagen werden im Leben. Warum laufe ich eigentlich dem Ding hinterher? Aua, aua, aua. Hört doch mal auf mich einzuprügeln. For real, Alter. Ich floate hinweg. Oh, ich friere ein. Warte. Halt, runter da. Wow. In Ruhe. Ja, ja, ja. Lass mal. Die Dinger sind nervig. Diese Schamhaarmonster, die sind echt nervig. Das. Immer weg da, altes Schamhaar-Ding, ey. Eklig. Hier frieren wir. Wir frieren immer fest. Egal wo wir sind, wir frieren fest. Tag. Ich weiß nicht, wir frieren immer fest. Ich meine, die hat nichts an, weißt du, und friert nicht fest. Ist der von da angekommen oder kann ich in den Ding ran? Ich gehe einfach mal in die rein. Ansonsten nehmen wir den Dämon und dann laufen wir als Dämon hier ein bisschen rum. Der Wein hat immer noch und schon wieder sowas. Oh Mann. Ich hoffe, das bleibt nicht irgendwie. Ich glaube, wir sollen trotzdem da runter, oder? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Nehmen wir mal eine Fackel mit, dann friere ich auch nicht. Geht das? Oder machen wir mal hier? YOLO. Schöner Wurf. Sollte als Ablenkung dienen. Hallo, Hilfe. Das Beste ist, wir kommen einfach nicht nach links weg. Nach rechts weg. Ich bleib hier einfach im Bluthaufen stehen. So gern zusammenschlagen. Können wir uns ja sogar schon mal ein Zeichen merken. Geil, Zeichen. Hier hängen Kinder am Kreuz. Schön, da ist auch noch ein Zeichen. Ein Zeichen der Liebe. So, darf ich dich mal ganz kurz anfassen? Ganz kurz nur. Hi. Oh ja, irgendwas zackt hier wieder. Was ist das denn hier Hübsches? Okay, hier unten friere ich, glaube ich, hoffentlich nicht fest. Hier ist auch noch ein Zeichen. Zeichen, Zeichen. Okay, hier sind 1 Million Zeichen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe noch nie mal die Tür gefunden, wo ich zeichnen soll. Meine Nase juckt. Alles juckt. Mein Gesicht juckt. Mein ganzer wunderschöner Körper juckt. Was will das Ding? Was will es? Nichts. Gut. Ich dachte, ich könnte mich dran vorbeimogeln, aber gut. Wir überleben jetzt ja schon eher diese Angriffe hier, weil wir auf Überleben getrimmt sind, Alter. Niemand macht uns fertig. Wappel. Roll. Oh Gott, hier sind so viele Zeichen, ey. Das wird bestimmt ein Spaß. Flutsch hier mal durch. Und, aua! Was war da? Ach, das war alte Zimbe da, wa? Kumpel? Kumpel, ich sag dir, ich kann da nichts für. Ein Brief. Lass uns lesen. Letzte Nacht habe ich all die Kehlen durchschnitten. Ihr heißes Blut ließ den ringsumliegenden Schnee schmelzen und formte so ein blutiges Abbild von ihr.
Getränkt vom Blut der Sünde irrte ich in den dunklen Höhlen umher und sah die im Eis eingefrorenen Abbilder, die nun Teil der Wände waren. Die Göttin sprach zu mir durch ihr Unglück. Die im Eis eingefrorenen Märtyrer schienen auf die anderen zu deuten, womit sie auf jämmerliche Art und Weise sie der Schuld zu bezeichnen versuchen. Mit Mitleid betrachtete ich ihre eingefrorenen Körper, die mich zur bitteren Wahrheit führten. Zwei von ihnen haben scheinbar in ihren letzten Augenblick die Göttin um Vergebung gebeten. Die Wände, die mit ihrem Blut bedeckt waren, formten ein Symbol, ein Zeichen, welches ich verwendet habe, um ein weiteres Tor zu ihrer Göttlichkeit niederzureißen. Er hat mich zur Höhle geführt, zum Gemach, in dem sie mir ihre aggressiven Antlitz offenbart. Au! Wow! Wow, Alter! Oh, guck mal hier! Können wir schnell mal? Einfach ganz schnell. Ja, ja. Hey! Ich mal ein Bild! Ich mal ein Bild, Bro! Oh, Malzchen will gerade ein Bild malen. Ich dachte, wir können uns da drin verstecken vor ihnen oder so. So, Mann! Kann doch nicht sein. Ich gehe jetzt in den alten Körper hier. So. Ich habe wieder die ganzen Schwänze im Gesicht. Geiler Tod. Oh, wo ist er denn gekommen? Wie gut können wir mit denen die anderen ausschalten? Okay, einen von den Krabbelviechern haben wir ausgeschalten. Problem ist nur, der sieht halt echt dunkel, ne? Aber er rennt so süß. Nein, da ist noch so ein anderes Krabbelvieh. Shit. Okay, wenn wir jetzt in den anderen Dämonen gehen hier. Ich habe ja gerade die Hoffnung, dass wir die Dämonen alle nach und nach ausschalten können, dass wir das wesentlich einfacher haben, da die Scheiße zu suchen. Kamehame, warte, gleich. Kommt gleich. Kamehame, wo ist denn das Ding jetzt hin? Ha! Bitch. Er will hier noch durch ein Kamehameha sterben. Kamehame. Aua! War nicht ganz nice. Oh nein, wir sind tot. Okay. Gott sei Dank ist da oben jemand. Und dann gehen wir gleich erstmal dahin, wo die beiden Sackköpfe noch waren. Wir können uns bewegen, ja. Waren die Sackköpfe nicht hier gewesen? Gehen wir dahin, wo die Sackköpfe waren, Alter, und findet sie nicht mehr, ey. Wieder typisch ich. Ja. Er promis gar nicht, ey. Er promis, du nimm diese Fackel hier, ey. Danke. Weil die Krabbelviecher sind tot. Das Vieh ist tot. Das ist eigentlich schon mal ein guter Anfang, oder? Ein guter Anfang, um hier einfach mal ein bisschen umzugucken. Ja, jeder zeigt auf irgendwas. Du hast schon keinen Sack mehr auf dem Kopf. Das ist gut. Da ist die Tür. Die suche ich die ganze Zeit. Hallo? Willst du mich verarschen oder was? Oh, meine Nase juckt. Oh! Ich sterbe. The dead is near.
So, gehst du mal. Ich hoffe, der geht dann auch weg, der Typ. Der wollte gerade malen. Die Pfeife. Oh, der hat einen Arm verloren. Hab ich? Leg mal meinen Arm einfach über deinen. Das ist in Ordnung, oder? Ja, da kommt damit klar. Da kommt damit klar. Wir dürfen hier nicht nur nochmal sterben. Dann sind hier ziemlich viele tot. Das wäre so super, wäre es gleich schon der erste gewesen. Ich versuche das nochmal richtig zu malen. Seine Wichsgriffel nerven mal ein bisschen. Er kam denn auf die Idee, dass der da so stirbt, hä? Nein, ist es nicht, okay. Bist du weg? Okay, der geht nicht weg. Der hat außerdem drei Arme. Okay, der gehört hier echt in die Hölle. Wenn man drei Arme hat, gehört man in die Hölle. Für alle, die da draußen drei Arme habt, in die Hölle! Oh. Alles juckt. So, du zeigst... dahin, okay. Probieren wir das mal. Wir haben jetzt ja wirklich Zeit hier. Der große Böse ist auch irgendwie weggegangen. Der ist irgendwie abgehauen, das ist gut. Und wir können wirklich jetzt die Zeichen ein nach dem anderen abarbeiten. Besonders, weil der Typ da ja auch so gut steht. Vorsichtig war in ihm drinne. Es war schon recht kuschelig in ihm. Es war auf jeden Fall warm. Wäre schön gewesen. Do not touching me. Der lebt ja noch. Ey, das waren wir mal. Der sitzt da und isst die Sau. Mal ganz kurz gucken. Er sitzt hier und isst. Da dürfen wir also absolut nicht hin. Wir dürfen auch leider nicht wieder in ihn rein. Wir dürfen auch leider nicht wieder in ihn rein. Also wir haben aber auch alles andere getötet. Und ich habe da hinten jetzt kein Zeichen gesehen. Aber gut, wenn er da sitzt und isst, ist ja in Ordnung. Lass ihn da sitzen. Lass ihn da sitzen. Achso, das ist eine Hand, das ist keine Fackel. Entschuldigung. Chaka, chaka, chaka. Ich bin ein Monster. Ist eine Fackel drin? Na klar, ist da eine Fackel drin. Ach, schreit mich doch nicht ständig an, Mann. Habt ihr mal gedacht, dass ich überhaupt eine empfindliche Seele oder so bin? Das Ding hatten wir schon, ne? Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da müsste ja eigentlich eng ein Zeichen sein, wo beide rauf zeigen, oder? Nur mal so gesagt, weil es wurde ja im Brief stand ja, dass zwei auf ein Zeichen zeigen. Hier sind auch noch wieder Zeichen. Ich nehme mal das hier mit. Ich nehme mal das mit. Ich finde, manchmal könnte man die auch alle so aufmalen, aber ich kenne die Größendefinition nicht. Zeigen halt hier alle nur auf... Da kann ich nicht lang. Solange wir den Großen da hinten in Ruhe lassen, haben wir hier eine entspannte Runde gerade. Wie war das Zeichen? Nimm mal die Hand da weg. So, maybe. Oh, okay, die Hand stresst doch... Das stöhnt mich an. Ich verstecke mich einfach in ihm. So, das Zeichen ist da oben rechts noch zu erkennen. Also es ist wirklich so ein Ding und dann wirklich so. Und so. Aber das Zeichen ist es nicht. Okay. Zeichensuche. Best feature in the game.
Das hatten wir schon mal.